Liebe Zuschauer, Beni hat einen Vogel. Im Studio. Du wolltest doch bestimmt sagen, Beni hat einen Vogel im Studio, oder? Natürlich, natürlich. Und ich habe schon eine Idee, wie wir den wieder rausbekommen. Wusel, wir erschrecken ihn. Ja, kein Problem. Moment, da kommt was Schönes. Das habe ich hier. Nein, nicht hier mit Wusel. Wir öffnen alle Fenster und erschrecken ihn mit einer Vogelscheuche. Wir, die stellen Bauern ins Feld, um die Vögel zu verjagen, die sonst vielleicht ihre Ernte fressen würden. Die Frage ist nur, wo bekommen wir eine Vogelscheuche her? Ich bin keine Vogelscheuche. Moment. Nicht. So, siehst du? Das steht dir doch sehr, sehr gut. Und jetzt Fenster auf. Ja. Na komm. Sieh hin, Vogel. Das ist Beni, die schreckliche Vogelscheuche. Ja. Sieh nur, wie komisch er aussieht mit dem alten vergammelten Hut und diesem potthässlichen Vogelscheuchenhemd. Hey, das ist mein normales Hemd. Ach so. Na super, das mit dem Erschrecken klappt ja großartig. Ist doch egal, Wusel. Schnapp dir dein Netz und fang ihn. Ach so, ja. Wusel. Na toll, ich hab doch nur ein Netz. Ja, Moment. Weg. Weißt du was? Wenn der Vogel nicht zum Wusel kommt, dann kommt der Wusel eben zum Vogel. Aber Wusel, du kannst doch gar nicht fliegen. Noch nicht. Viele Menschen würden gerne fliegen können wie ein Vogel. Ob aber der Pinguin auch neidisch auf seine fliegenden Verwandten ist? Wahrscheinlich nicht. Denn Pinguine sind perfekt an ihre Umwelt angepasst. Ihr Futter jagen sie im Wasser. Sie sind ganz tolle Taucher, was die meisten fliegenden Vögel wiederum nicht können. Manche Arten tauchen über 500 Meter tief und können bis zu 20 Minuten die Luft anhalten. Da sie vor allem in den kalten Regionen der Erde leben, müssen sie sich gut warm halten. Dafür haben sie ein dichtes Federkleid mit einer dicken Fettschicht drunter. Das eignet sich allerdings überhaupt nicht zum Fliegen, aber super zum Schlittern. Auch der größte Vogel der Welt, der Strauß, kann nicht fliegen. Die Tiere sind viel zu groß und schwer, um sich mit den kleinen Flügeln in die Luft zu erheben. Dafür können sie aber schneller rennen als jeder Mensch. Und sie legen die größten Eier der Welt. So großartig wir das Fliegen auch finden, für die Vögel ist es nicht nur von Vorteil. Besonders kleine wie etwa der Kolibri müssen ständig fressen, weil das Flügelschlagen so viel Kraft kostet. Schon einen Tag ohne Fressen und sie drohen zu verhungern. Dieses Problem haben Pinguine, Strauß und andere flugunfähige Vögel nicht.